TV Straßensound. Willkommen, sehr verehrten Damen und Herren, zu TV. Toni ist ein Hurensohn und heute aus in den Puffs in Düsseldorf und Kindergarten und Kindergarten ist, verstehst du, ist Kindergarten. Mitten in Düsseldorf. Wir haben uns hier getroffen. Also, wie gehst du damit um? Toni ist ein Hurensohn und mein Vater ist irgendwie ein Hurensohn und meine Mutter ist eine Nutte, ja, ist eine Prostituierte, das ist nichts, worauf du stolz sein kannst, ja. Ich kann nur noch drüber lachen, so, weißt du, ich meine, mehr kann ich nicht machen. So weiter das. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Gehen wir nochmal auf das Wort Hurensohn ein. Die Person Toni, der Mensch Toni und der Begriff Toni. Toni ist ein Hurensohn. Also, wie denkst du, ist das entstanden? Wer hat denn sowas, Alter? Wir sitzen hier an einem Tisch, hab ich hier irgendwie ein Glas Wasser nicht angeboten, oder? Wie kommen die Leute darauf? Also, wie denkst du, ist das entstanden? Meine Mutter ist eine Nutte. Mein Vater ist irgendwie, war ihr Freier oder irgendwie sowas. Ja, das ist normal. Das ist eher ein Sinnbild dafür, wie wenn man eine Banane in einen Schimpansenkäfig wirft, verstehst du? Wie geht man damit um? Meine Mutter ist eine Nutte. Ja, was denkst du, was passieren würde, wenn ich die und ihre Freundin und noch eine Freundin, noch eine Freundin und noch eine Freundin, noch eine Freundin und noch eine Freundin, noch eine Freundin in eine Reihe stellen würde? Die würden frech werden und ich würde der links eine Backpfeife geben. Die würde von links, rechts, die würden so, keine Ahnung, wahrscheinlich die Köpfe abfliegen, okay? Das ist eine Nutte. Kachbar. Ja, als Pole, wenn man sieht, dass irgendwie eine Frau geschlagen wird, du läufst direkt dahin, egal was da passiert ist, ja, sagst du, ey, gibt's nicht. Was denkst du, was passieren würde, wenn ich die und ihre Freundin, noch eine Freundin in eine Reihe stellen würde, die würden frech werden und ich würde der links eine Backpfeife geben, die wird von links, rechts, die würden so, keine Ahnung, wahrscheinlich die Köpfe abfliegen, okay? Da sollten sich auf jeden Fall alle Leute lieber vier oder zehnmal überlegen, bevor sie es machen, weil mit mir ist auf jeden Fall nicht gut Kirschnest. Okay. Was waren da genau? Ich hätte was gegen Ausländer, ich hätte was gegen Kanaken. Jeder Moslem ist Terrorist, ja. Und keine Ahnung, ist hier nach. Und jeder Moslem ist komplett Baller. Komplett Baller, oder was ich meine? Was ist da los? Komm vorbei. Farid. Und aber irgendjemand war, jeder Moslem ist Terrorist, ja. Ist das, ich würde gerne wissen, wie das ist auf den Schulhöfen heutzutage. Ich glaube, ich muss mal das nächste Mal so eine Doku machen, ja, mal auf so einen Schulhof drauf gehen. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Aber, ja, wie gesagt, und ja, da musste ich dann natürlich eine Waffe ziehen und habe da dreimal auf den Typen geschossen und so. Wo war das? Im Spektakulum mit Benrad, da waren auch irgendwelche Oberbilker Leute da, der hat auch da so ein dicker Welle gemacht, dann irgendwo von unten, wo ich angespuckt oder so, mich in die Menge rein, hab da auch einen Typen die Nase gebrochen und so Sachen. Toni, deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter, was hast du den Leuten zu sagen? Ich übergebe dir das Mike, bitteschön. Toni ist ein Hurensohn und mein Vater ist irgendwie ein Hurensohn und meine Mutter ist eine Nutte, ja, ist eine Prostituierte, das ist nichts, worauf du stolz sein kannst, ja. Dankeschön an TV Straßensound für das Interview. Peace out. Kachbar.